Ja, servus und hallo again, ist der Marti. Wir zocken den Football Manager 23. Unsere FC Bayern Story ist es, ich muss auf meinen Spickzettel schauen, die 10. Folge. Wir müssen heute gegen Bochum spielen. Das Ganze findet in 2 Tagen statt. Was hat es jetzt seit dem letzten Spiel gegeben? Ja, Madrid macht ein Angebot für Rodriguez. In die Elf der Woche wurde Fonzie Davis gewählt. Und 3 Augsburger, das freut mich natürlich. Dann hat sich einer verletzt, nämlich Masraoui, da haben wir es, genau. Schnittwunde am Oberschenkel, 5 bis 11 Tage. Er wird also definitiv nicht gegen Bochum spielen können. Das waren Trainingsberichte. Und auch Joshua Kimmich hat sich verletzt, eine Verhärtung der Oberschenkel vor der Seite. Bis 1 bis 2 Tage wieder ausfallen. Könnte klappen, dass er gegen den VfL Bochum dabei ist. Man sieht vielleicht, ich habe einen anderen Skin jetzt geladen, weil das beim letzten Mal nicht so wirklich optimal war. Ja, der sieht ein bisschen übersichtlicher aus, finde ich. Wir sehen jetzt hier also nächste Partie. Der VfL Bochum, unser Gegner. Wenn wir auf den Verein klicken, da ist ein bisschen was verändert. Hier sind in der Tabelle Zweiter. 4 Punkte haben sie. Gegen Mainz gab es einen 2:1 Sieg. Gegen Hoffenheim ein 1:1. Hier nochmal die Übersicht. Die beste Elf haben wir noch nichts. Wettbewerbe, Einrichtungen, Transfers. Ja, hat ein bisschen was gegeben. Kapitän ist Lo Silla, Vizekapitän ist Teuta Riemann. Schlüsselspieler ist der Heinz. Was haben wir hier noch? Unser Spielplan, unser Scouting, Finanzen, Gehalt, bevorstehende Transfers. Lukas Parkatze, den, genau, der wechselt am 1.7. zu uns, ein Perspektivspieler. Und hier sind die Versprechen, wo wir haben. Jetzt sind es nicht so die wichtigsten Spieler, die da irgendwelche Probleme haben könnten damit. Trotzdem wollen wir natürlich die Versprechen einhalten. Dann die Liga, der dritte Spieltag startet. Bayern. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC, ein 3:3. Zweimal Luke Bacchio, dann Plattenhardt für die Hertha, Kone, Neuhaus und Player in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich. Luke Bacchio mit 2 Treffern ist er damit auf dem 2. Platz. Vor ihm ist noch Kanga, der hat 3 Treffer geschafft. Und Nkunku dahinter. Mit 2 Treffern, Metscher heißt er. 2 Tore, Kamada 2 Tore, Terodde 2 Tore und eben auch Player, der gerade genannte, mit 2 Toren. Der Rest hat eines. Wir müssen uns etwas besser verkaufen. Etwas ist gut. Als wir gegen Frankfurt gespielt haben, am ersten Spieltag, das war ja eine volle Katastrophe. Ich habe ja an der Taktik ein bisschen gefeilt. Ich hoffe, das funktioniert. Die anderen Partien am dritten Spieltag: Stuttgart-Freiburg, Dortmund-Bremen, Leverkusen-Hoffenheim, Wolfsburg-Schalke, Augsburg gegen Mainz, Union Berlin gegen Leipzig, Frankfurt gegen Köln und Bochum gegen Bayern. Das Haus ist ausverkauft in Bochum, 26.000 Zuschauer. Die Ratschläge zur Aufstellung: sind noch ein paar Wechsel drin, Pavard. Für den verletzten Masraoui, De Ligt und Hernandez in der Innenverteidigung. Davis außen, Kimmich im defensiven Mittelfeld. Also man sieht hier ein bisschen verändert. Sané, Müller, Coman. Jawohl, das könnte man so machen. Wir sind Favorit, die Pressekonferenz. Da schicke ich die Co-Trainer. Der nächste Gegner ja dann Gladbach. Unsere U19 mit einem starken Sieg gegen Ingolstadt. Sechs zu null war es, ja, hier sehen wir 6:0 Sieg. Alle stark. Ibrahimovic 10,0, ja. Unser Trainer, also unser Co-Trainer, der bei der Pressekonferenz war, ist er
gefreut über unsere Leistung. Sehr schön. Dann die Ergebnisse: Leverkusen, Hoffenheim 1:0. Tah mit dem Treffer. Kresma sah bei Hoffenheim die rote Karte. Dortmund schlägt Bremen 5:0. Rena, Reus, Adeyemi mit 2 Toren und Guerrero. Augsburg verliert 0:1 gegen Mainz. Schade. Treffer hat Fulgini erzielt. Stuttgart gewinnt 2:0 gegen Freiburg. Torschütze Pfeiffer. Wolfsburg gewinnt 3:0 gegen Schalke. Dreimal Metscher. Und Union Berlin verliert 0:1 gegen Leipzig. Torschütze Leimer. Damit jetzt Metscher mit 5 Treffern. Erfolgreichster Torschütze. Das Ganze in 3 Spielen. Schauen wir neu. Ja. 3 Treffer hat Adeyemi und Kanga. Luke Bacchio von Hertha 2, Kamada, Nkunku, Terodde, Lukas Pfeiffer von Stuttgart auch mit 2 Kopfbälle, sehen wir hier, geblockte Schüsse, angekommene Flanken, Fehler mit, okay, nichts Gravierendes dabei. So, Adeyemi glänzend im Signal Iduna Park. Nachrichten zum Spieler der Woche. Das ist ein Matcher. Matcher. 3 Spiele, 3 Tore in der Liga. Und den Pokal hat er auch noch getroffen. Nee, tut mir gar nicht. 3 Tore hat er. Achso, das war ein Spiel. Das war ein Spiel gegen Schalke, da wo er die 3 Tore gemacht hat. Ja, stimmt. Spielvorbereitung, keine besonderen Erkenntnisse. Hier sehen wir nochmal die medizinische Abteilung, die Verletzungen. Sadio Mané wieder schlecht trainiert. Der ist irgendwie noch nicht angekommen. Wobei, so schlecht hat er auch nicht gespielt. Frankfurt noch gegen Köln. Das findet um 15:30 statt und unser Spiel um 17:30. Frankfurt gegen Köln, der 14. gegen den 18. Ja, wir sind halt im Moment auch noch 15. Okay. Also, Kimmich kann spielen, Sané kann spielen. Das Taktik-Meeting. Da ändern wir aber nichts. Und die Aufstellungsempfehlung von Topmöller, der würde jetzt doch noch mal was ändern. Und zwar Musiala für Coman auf die linke Seite. Coman für Sané auf die rechte Seite und Sabitzer ins defensive Mittelfeld. Also im Prinzip ist es Sané, der dann auf die Bank müsste. Ja, okay, das machen wir so. Vertrautheit mit der Taktik ist da. Liegt da jetzt ein Bild? Ist mir letztens gar nicht aufgefallen. Ja, wir haben ja auch die Möglichkeit des Sofortergebnisses. Das machen wir aber bei unserem zweiten Save, wo wir ja mit den Wanderers in der 10. englischen Liga antreten. Staphylidis, Heinz. Schiedsrichter ist Harm Osmas. So, jetzt hoffe ich, dass das Ganze besser läuft als in den letzten beiden Spielen. Bochum sehr defensiv, 5 Mann hinten. Und wir spielen dieses System, 4-1-1-3-1. Defensives Mittelfeld breit asymmetrisch. In Bochum musst du gewinnen, auch wenn wir eine hohe Fanfreundschaft haben, also sollte die Bochum sehr gut verstehen, aber trotzdem, da sollte jetzt schon endlich was passieren. Staphylidis 1.
Coman holt sich da den Ball. Spielt auf Pavard. Was für eine Chance für Mané. Und Riemann holt den Ball raus. Ja, Riemann, das ist ein starker Torhüter, finde ich. Auch wenn er in Real Life in der Schießbude der Liga steht. Aber heute haben sie gewonnen gegen Augsburg. Hm. Ja. Kimmich. Das war nichts. Wir schauen mal auf die Statistik. Ja, Bochum 0,30er XG-Wert, wir eine 0,27er. Und auch Bochum mehr Ballbesitz. Das gefällt uns natürlich nicht so. Passen. Thomas Müller 66%. Und Delikt 71%. Ja. Minuten sind gleich gespielt. Pavard mit einem weiten Rückpass auf Delikt. Der wartet erstmal. Spielt dann auf Sabitzer. Upamecano, der ja gegen Frankfurt den rabenschwarzen Tag hatte. Pavard. Da. Drüber, könnte man sagen. Ja, wir haben das Spiel unter Kontrolle, aber fehlt natürlich das Tor. Bochum, wo haben wir denn Schwierigkeiten? Also Passspiel. Riemann, immerhin 50% hat er an den Mann gebracht. Die Abwehr 76%, also Jannis Horn, der ehemalige Kölner, mit dem niedrigsten Wert. Staffelidis mit diversen Flankenversuchen, die kommen aber auch alle nicht an. Bei uns Neuer 84% seiner Bälle am Mann. Pavard hat auch schon gelb gesehen. Ja, sind schon gute Werte hier, aber ja, wie gesagt, das hilft mir nichts. In der Kabine. Jetzt probieren wir mal was anderes. Und zwar Wasserflasche werfen und versuchen die Mannschaft mal ein bisschen zu motivieren. Neuer ist angespannt. Also motivieren, indem wir die Wasserflasche schmeißen. Brauchen hier 3 Punkte. Dann die 54. Minute. Oh. Sabitzer. Benji Pavard trifft aber auch nicht den Mitspieler, dieser Pass. Ach, Fehlpass Orgie. Kimmich wird ausgespielt. Da macht Bochum das 1-0. Asano, aber abseits wird reklamiert. Ich krieg die Krise. Tor aberkannt. Uff. Das nennen wir mal Glück. Takuma Asano, schauen wir mal. Ja, doch. Weit steht er drin. So, dann probieren wir mal, wenn wir unsere Offensive mal austauschen. Offensives Mittelfeld rechts, da kommt der Gnabry und links
kommt Sané und im Sturm Choupo-Moting. Mehr fordern. Heinzhorn. Straffelidis. Oh, jetzt der Fehlpass. Rosilla. Die Minute Ecke, Kimmich. Auch der kommt nicht dran. Gnabry. Was für ein Tor. 81. Minute. Sein 50. Tor für den FC Bayern. Schauen wir nochmal. Kimmich. Dann geklärt von Heinz. Kimmich wird nicht angegriffen von Stöger und Gnabry hat auch alle Zeit der Welt. Kein Bochumer Spieler geht drauf. Ja, dann ist es passiert. Siebenundachtzigste Minute. Pavard. Sabitzer nochmal zurück der Ball. Ach, Müller. Das war natürlich auch kein Schuss mehr. Dann der Wechsel. Für Müller kommt Karabec. Erster Einsatz jetzt für ihn. Und auch Niklas Dorsch kommt nochmal zum Kurzeinsatz. Und dann sollte es das gewesen sein. 4 Minuten Nachspielzeit. Jawohl. 1-0 Sieg. Eigentlich war mal gut. Ja, eine gute Leistung. Aber die Torausbeute war eher schwach. Tabellenmäßig sind wir jetzt dann auf den dritten Platz hochgeschossen. Frankfurt gegen Köln 1:1. Bei uns Gnabry mit dem Tor. Die abschließende Pressekonferenz, da schicke ich wieder den Co-Trainer hin. Und wir schauen mal kurz in der Bundesliga. Ja, wir haben jetzt folgende Tabelle. Leipzig mit 9 Punkten vor Wolfsburg und Bayern mit jeweils 6. Wolfsburg hat gegen uns verloren, genau, 0:1. Stimmt, haha. Dortmund 4, Hertha 4, Stuttgart 4, Frankfurt, Bochum, Mainz, Stuttgart, nee, Mainz, Augsburg, Berlin, Leverkusen, Freiburg, Schalke mit 4, Gladbach 3, Hoffenheim 2 und Köln und Bremen jeweils einen. Neuer zweimal ohne Gegentor. Allerdings auch Castells, Renault von Union Berlin, Radetzky, Giekiewicz, Zentner und Kobel haben das auch schon vollbracht. So, das war's jetzt mit dem 10. Teil. Der nächste kommt bald. Ich denke, morgen oder übermorgen werden wir ihn hochladen. Und passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Servus und bye.